Das bringt uns zu den nächsten inhaltlichen Punkten. Und das wäre 17, 13 und 17, 14 in gemeinschaftlicher Behandlung. Das eine ist Einreicher Fraktion Die Linke, das andere ist Einreicher CDU-Fraktion. Die beiden können zunächst uns den entsprechenden Anträge einbringen. Und danach kommen wir dann in die Debatte und in die Fraktionsrunde, die mit Bündnis 90 Die Grünen beginnen würde. Herr Schäuber, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, im vergangenen Jahr wurde das Pumpspeicherwerk Niederwatta nach jahrzehntelangem Betrieb vorläufig stillgelegt. Und viele Dresdnerinnen und Dresdner bewegt nun die Frage, wie es mit dem Pumpspeicherwerk und vor allem auch mit dem beliebten Stauseebad Kossebaude weitergeht. Und das völlig zu Recht. Denn schließlich haben wir doch alle erlebt, wie 1994 das Sachsenbad vorübergehend geschlossen wurde. Aus dem folgenden jahrelangen dornröschen Schlaf wurde dann eine Schließung für immer und heute befindet sich das Bad in einem schlimmen, ruinösen Zustand. Und angesichts dieser Erfahrungen ist es wichtig, nicht einfach abzuwarten und als Zaungast zuzuschauen, wohin die Reise geht, sondern aktiv steuernd auf die weitere Entwicklung des Pumpspeicherwerks und des Stauseebades Kossebaude Einfluss zu nehmen. Und ich will an dieser Stelle noch mal auf ein was ganz besonders hinweisen. Das Stauseebad Kossebaude ist ja nicht das einzige Bad, das im Dresdner Westen vor Problemen steht. Wir wissen die Existenz des Erlebnisbades Elbamare in Gorbitz ist in Gefahr. Wir wissen, das Freibad Dölschen hat erhebliche Probleme, weil bislang die Finanzierung der Modernisierung nicht gesichert ist. Das steht auf der Kippe. Wir haben also gleich drei Bäder mit großen Fragezeichen, ausgerechnet gleich im Dresdner Westen. Und deshalb müssen wir uns als Stadtrat hier kümmern. Meine Damen und Herren, nach Auffassung der Linken ist es wichtig, dass sich Stadtverwaltung und Stadtrat aktiv mit möglichen Handlungsoptionen und den sich daraus ergebenden Entscheidungsnotwendigkeiten auseinandersetzen. Nun wird ja immer wieder behauptet, ein weiterer Betrieb des Pumpspeicherwerks sei nicht sinnvoll. Aber gerade im Bereich der Energiepolitik werden ja immer wieder Dogmen aufgestellt, die sich später als verfehlt erweisen oder die schlicht und ergreifend politisch über den Haufen geworfen werden. Und genau deshalb sollten wir hier nicht einfach alles als gegeben hinnehmen. Ich möchte noch mal etwas sagen zur Ungewissheit beim Stauseebad Kossebaude. In den vergangenen Jahren konnte ja glücklicherweise der Freibadbetrieb mittels sogenannter Zwischenvereinbarungen für die jeweilige Freibadsaison gewährleistet werden. Aber meine Damen und Herren, das ist eines unserer beliebtesten Freibäder mit 50.000 Badegästen pro Saison. Und für dieses großartige Freibad, was sich eines solch großen Zuspruchs erfreut, da können wir doch nicht allen Ernstes mit Zwischenvereinbarungen weiter von Jahr zu Jahr hüpfen und hoffen, dass es schon irgendwie gut geht. Das stellt doch ganz offensichtlich keine solide Grundlage für den langfristigen Betrieb unseres Stauseebades dar. Und deshalb sind wir der Auffassung, dass die notwendigen Maßnahmen veranlasst werden müssen, um den öffentlichen Badebetrieb im Stauseebad Kossebaude langfristig zu sichern. Meine Damen und Herren, deshalb schlagen wir von der Linken vor, für das Areal des Pumpspeicherwerks und des Stauseebades Kossebaude eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen und eine Nutzungskonzeption für die Zukunft
zu entwickeln. Wir dürfen dabei nicht den Fehler machen, einfach nur auf Vattenfall zu verweisen. So nach dem Motto, das ist deren Sache, das geht uns ja nichts an. Aus meiner Sicht wäre das verfehlt und würde den Konsequenzen, die sich für unsere Stadt ergeben oder zumindest ergeben können, nicht gerecht. Unser Anspruch muss es sein, als Stadtrat, also als Hauptorgan dieser Stadt, eine positive Entwicklung für das Areal des Pumpspeicherwerks und das Stauseebad Kossebaude zu erreichen. Die Alternative dazu wäre eine Situation wie beim Sachsenbad, und das kann niemand, dem unsere Stadt am Herzen liegt, ernsthaft wollen. Und deshalb bitte ich Sie, stimmen Sie dem Antrag zu. Er hat auch in den Ausschüssen zustimmende Voten erfahren, und versuchen wir gemeinsam hier eine positive Entwicklung auf den Weg zu bringen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, als nächstes der zweite Antrag einzubringen, CDU-Fraktion, Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist zwar ein wichtiges Thema, aber ich glaube, man sollte es etwas weniger aufgeregt und groß machen, als der Kollege Schollbach hier Richtung Elbermare und Sachsenbad marschiert ist. Und vielleicht müssen wir uns auch der Sache gewahr werden, dass in den nächsten Jahren wir relativ wenig Eingriffsmöglichkeiten haben. Und so, das ist ja in der Antragsbefassung schon herumgekommen, dass wir da über die 30er Jahre reden, an der Stelle, wo da wirklich Entscheidungen getroffen werden. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir als Stadtrat und als Stadtgesellschaft und insbesondere auch als Ortschaften bei dem Prozess beteiligt werden. Und deswegen haben wir einen Antrag geschrieben. Ich meine, die Linke hat, ich glaube, im Herbst letzten Jahres eine Aktuelle Stunde gemacht, hatte aber vergessen, der Aktuellen Stunde einen tieferen Sinn zu geben, mit einem eigenen Antrag. Wir hatten das damals gemacht, es hat sich leider nicht zusammengefunden, der Eilantrag, und deswegen reden wir heute ein halbes Jahr später drüber. Uns ging es darum, zu informieren. Wir möchten beteiligt werden, wir möchten wissen, was ist notwendig, um da oben das Bad, also nicht da oben, sondern unten das Bad dauerhaft weiter zu betreiben. Wir möchten auch wissen, was es an diesem Nutzungs- und Übertragungskonzept dran ist. Wie sind da die Inhalte, was zwischen Vattenfall und zwischen der Stadt gemacht wird. Wir möchten auch wissen, was kommen möglicherweise für Erwerbskosten auf uns zu. Und das sind, auch selbst wenn wir Geld kriegen, vielleicht, wenn wir die Anlage übernehmen, kann es ja trotzdem in der Folge mit erheblichen Kosten verbunden sein. Das Thema Fördermittel spielt eine Rolle. Die Unterhalts- und Betriebskosten und mögliche Erlöse, das muss vorher alles dargestellt werden. Und ehe man sich hier hinstellt und sagt, wir als Stadt machen das für die Zukunft, muss alles auf dem Tisch liegen. Und das ist der Inhalt unseres Antrages. Und vielleicht noch mal in die Richtung Energiepolitik. Es ist mit Abstand unser größter Speicher in dieser Stadt. Und wenn man über Nachhaltigkeit spricht, dann ist es sicherlich nicht nachhaltig, mit seltenen Erden und mit viel Aufwand irgendwelche anderen Festspeicher zu erstellen, um diese Speicherdimension auszugleichen. Und das sollten sich insbesondere die Kollegen der Grünen, die immer auf Nachhaltigkeit setzen, doch noch mal darüber nachdenken. Bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank. So, und damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Bündnis 90 Die Grünen beginnen. Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir haben ja nun schon wiederholt über das Pumpspeicherwerk Niederwarta hier im Rat diskutiert. Wir haben eine Aktuelle Stunde gehabt im letzten Jahr, auch schon weitere Anträge dazu. Und wir landen eigentlich immer wieder an der gleichen Stelle, dass es hier dezidierte Forderungen gibt, dieses Pumpspeicherwerk möge doch bitte hin weiter betrieben werden. Und eben, das haben wir ja auch von Herrn Böhm noch mal gehört, nicht nur das Stauseebad, sondern eben wirklich auch das Pumpspeicherwerk als Speicheranlage.
Nun wissen wir auch, dass das Ganze sich jetzt in einem Stilllegungsprozess befindet. Das Unternehmen Vattenfall hat eben bei der Bundesnetzagentur die Stilllegung beantragt. Und da ist jetzt ein längerer Prozess in Gang gekommen. Warum hat Vattenfall das getan? Nun, sie haben das getan, weil dieser Pumpspeicher dort enorme Investitionen erfordern würde, um überhaupt wieder ins Laufen gebracht werden zu können. Das ist derzeit Herr Göller, hören Sie mir mal zu. Das ist derzeit eine völlig marode Einrichtung. Und wir wissen, dass es einen Investitionsbedarf im dreistelligen Millionenbereich brauchen wird, wenn man das Ganze wirklich wieder flott machen will. Und Sie fragen ja immer so sehr, was kostet das alles? Und das hören wir ja jetzt auch bei der Beratung des Energie- und Klimaschutzkonzeptes von Ihnen. Was kostet das alles? Und nun haben wir hier einen Punkt, wo man wirklich klar sagen kann, das sind irre Millionen, die dort investiert werden müssen, um das wieder flott zu machen, für einen Nutzen, den man inzwischen auch über andere Technologien besser erreichen kann. Ja, Sie schütteln den Kopf, Herr Göller, dann unterhalten Sie sich mal mit den Experten bei der Sachsenenergie, die ja nun schon lange mit der Sache befasst sind, und unterhalten Sie sich mal mit anderen energiewirtschaftlichen Experten. Wir sind ja überhaupt nicht grundsätzlich gegen Pumpspeicher. Das kann sehr gut funktionieren. Und Vattenfall beispielsweise hat in Thüringen eben ein großes Pumpspeicherwerk gebaut. Aber wir haben hier viele Probleme. Das Gefälle ist viel zu gering. Die Leitungen sind marode. Die Turbinen müssten erneuert werden. Und da muss man sich wirklich fragen, ist es diese Investition wert? Und deshalb plädieren wir Grüne sehr dafür, dass man die energiewirtschaftliche Nutzung und die Nutzung des Stauseebades voneinander entkoppelt. Und wir setzen uns ausdrücklich und dezidiert dafür ein, dass das Stauseebad erhalten bleibt und dass entsprechend eben auch mit Vattenfall, mit anderen, die daran beteiligt sind, dass mit denen geredet wird und dass dafür Lösungen gefunden werden. Und das kann man auch mit geringen Investitionen erreichen. Dazu muss man nicht eben das Pumpspeicherwerk wieder vollständig sanieren. Das geht auch anders. Das wollen wir. Und dann kann man auch über andere Nutzungen eben auch des Turbinenwerks reden. Da kommen vielleicht auch, man kann das denkmalschützerisch aufarbeiten, man kann da vielleicht sogar einen Event-Location davon machen. Das wird alles möglich sein. Aber dazu müssen wir eben dieses Pumpspeicherwerk nicht energiewirtschaftlich betreiben. So, nun haben wir zwei Anträge von der Linken und von der CDU. Die wirken auf den ersten Blick so ein bisschen ähnlich. In beiden Anträgen gibt es aber so ziemlich unrealistische Punkte, nämlich was jetzt diese Beauftragung der Stadt betrifft und der Zeitpunkte, wann irgendwas geschehen soll. Und da steht im linken Antrag halt drin, das soll also bis zum, 31. Mai oder so, soll die Stadt eine Konzeption vorlegen, wie das Ganze alles weiter betrieben werden kann. Ist völlig illusorisch. Vor allen Dingen ist dort auch insinuiert, dass das wie das energiewirtschaftlich weiter betrieben werden kann. Völlig illusorisch, sowas zu machen. Deshalb werden wir uns bei diesem Antrag enthalten, auch wenn er sonst ein paar gute Punkte enthält, eben was das Stauseebad betrifft. Bei der CDU, da ist es so ein bisschen anders, aber da haben wir da steht also auch so ein bisschen was Ähnliches drin, aber da haben wir halt nein verhandelt, dass überhaupt eine energiewirtschaftliche Nutzung weiterhin sinnvoll ist. Und dieses Ob haben wir eben im Ausschuss dort hineingebracht und deshalb denke ich, kann man eben diesem CDU-Antrag zustimmen, wenn diese Prüfung dann eben stattfindet. Das wird aber auch länger dauern, als Sie sich das vorgestellt haben. Vielen Dank. So, dann weiter in der Fraktionsrunde. Wird CDU nochmal das Wort gewünscht? Nein. Linke? Nein. SPD? Nein. FDP? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Lippmann.
Verehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir spielen heute, habe ich das Gefühl, etwas verkehrte Welt. Wir setzen uns für die Beschlussfassung beider Anträge ein. Die Grünen sind da eher zögerlich, wenn es um ein derartiges Zukunftsthema geht. Das ist, also es macht mich regelrecht sprachlos. Es ist so, dass wir also beiden Anträgen zustimmen werden, das hatte ich schon gesagt. Dabei ist der Badantrag der Linken, auch das ist schon erwähnt worden, natürlich richtig und wichtig. Das Bad hat aber nie ernsthaft in Gefahr bestanden. Also zumindest für dieses Jahr gibt es bereits eine Übereinkunft zum Weiterbetrieb des Bades. Und ich gehe da fest davon aus, dass es auch ab 25 weiterbetrieben werden wird. Dieses Bad natürlich mit dem gewissen Aufwand, den die Stadt zu tragen hat. Aber es ist undenkbar, dass dieses Bad außer Betrieb geht. Was die CDU, den CDU-Antrag angeht, natürlich stimmen wir dem zu. Wir gehen davon aus, dass wir hier über eine Anlage reden, die schon erwähnt wurde, natürlich nicht im städtischen Besitz, auch nicht im Besitz der Sachsenenergie ist. Vattenfall ist der Besitzer und als Besitzer hat Vattenfall auch Verpflichtungen als Eigentümer dieser Anlage. Wenn man die Gesetze sich ein bisschen oder die Gesetzeslage sich anguckt, dann ist jetzt schon zutreffend die Eigentümerverpflichtung, die im Grundgesetz steht. Es gibt weiterhin, wenn man ein Stück weiter weggeht, Beschluss, ein Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments, das ist relativ selten, der ist sehr umfangreich und der ist sehr dezidiert darauf gerichtet, Zukunftstechnologien und insbesondere die sämtliche Speichertechnologien zu entwickeln. Das soll vorangebracht werden in der EU, in den Mitgliedsländern und ist aber allerdings bei uns noch nicht angekommen. Es ist übrigens ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich auf deutscher Ebene darum bemüht und einen entsprechenden Antrag eingebracht hat, der meines Wissens noch im Geschäftsgang ist, noch diskutiert wird, der darauf gerichtet ist, die Förderfähigkeit für Speicheranlagen jeder Art wieder herzustellen. Vattenfall ist in der Pflicht und wir sollten Vattenfall nicht aus der Pflicht entlassen und Vattenfall fragen, was sie mit der Anlage eigentlich vorhaben. Denn die Anlage einfach stillschweigend auszurangieren und stillzulegen geht nicht. Die Anlage weiter stehen zu lassen als Denkmal, es ist ja ein Denkmal, macht auch Kosten. Die Ewigkeitskosten kommen dazu, die bei so einer Anlage gegeben sind. Also von der Seite her muss Vattenfall sich demnächst klar äußern. Die Entscheidung, wie es mittel- und langfristig mit dem Pumpspeicherwerk weitergeht, hat natürlich auch Auswirkungen auf den kürzlich eingebrachten Antrag des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes. Natürlich, dort sind Speicher ganz kurz erwähnt, aus unserer Sicht viel zu kurz gegriffen. 600 Megawattstunden, die jetzt von Niederwarda bzw. von Oberwarda vom Speicherbecken für Dresden bereitstellbar sind, retten natürlich nicht die Welt, aber es ist ein Beitrag dazu, das große technische Problem, was also mit den erneuerbaren Energien besteht, zu lösen. Sein Beitrag zur Netzsicherheit und zur Abspeicherung von Energie in der berühmten kalten Dunkelflaute. Eigentlich müsste, solange die Speicherfrage nicht geklärt ist, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien gestoppt werden, weil die Netzstabilität, ich hatte es schon erwähnt, damit in Gefahr steht. Nochmal zu den Kosten, Herr Dr. Deppe. Die Kosten sind im Moment riesig groß. 250 Millionen waren wir irgendwann im Gespräch. Natürlich sagt auch Sachsenenergie, im Moment ist die Betreibung unwirtschaftlich. Das ist momentan in der Gesetzeslage richtig, aber ich denke, hier muss man wirklich den Blick nach vorne wenden und gucken, was sich gerade entwickelt und wie dann die mittelfristige Zukunft des Pumpspeicherwerkes als Energiespeicher aussehen kann. Und in dem Zusammenhang verstehe ich es eben nicht, dass die Grünen hier im Stadtrat so stillhalten und dass auch von der Umweltbürgermeisterin in dieser Richtung keine Aktivitäten in Richtung Erhalt gehen und die Fragen, die entsprechend, die ich formuliert habe, an Vattenfall gestellt werden. Ja, ansonsten kann ich nur verweisen auf den sehr aktuellen Podcast, der in der großen Dresdner Zeitung seit gestern im Netz steht. Und ich kann Sie bitten, dort nur die Argumente von Professor Kobe aufzunehmen.
auch die Frage der Finanzierung, Herr Dr. Deppe, der 250 Millionen, das Geld ist da, es muss nur anders verteilt werden. Die erneuerbaren Energien kosten einen Haufen Geld, wenn sie Sonntagmittag im Überfluss angeboten werden. Also mein Appell, hören Sie einfach in den Podcast rein, das klärt viele Fragen. Hören Sie in dieser Angelegenheit mal ausnahmsweise auf die alten weißen Männer, die seinerzeit in ihrer Jugend ihr Physikstudium bis zu Ende gebracht haben. Vielen Dank. So, wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein. Wird AfD das Wort gewünscht? Ja? Nein? Dann nein. So, dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Scheubach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin noch mal nach vorn gekommen, weil ich tatsächlich in Sorge bin hinsichtlich des Stauseebades Kossebaude. Ich möchte Ihnen diese Sorge einfach noch mal erläutern, weil das hier so immer abgetan wurde, als wäre das alles so gar kein Problem. Man muss sich einfach mal vor Augen führen, wie das Stauseebad Kossebaude technisch funktioniert. Sie haben in Oberwartha natürliche Wasserzuläufe. Von dort aus wird das Wasser runtergelassen in das Stauseebad Kossebaude und wurde dann eben wieder hochgepumpt. Dadurch hatten sie erstmal immer natürliches Wasser und eine Umwälzung dieses Wassers. Das war ganz wesentlich auch für die Wasserqualität, denn wir haben es ja hier nicht mit einem klassischen Freibad zu tun, bei dem sie Wasseraufbereitungsanlagen im Betrieb haben, sondern eben mit natürlichen Gegebenheiten, die durch die Technik dann entsprechend genutzt werden können für den Betrieb des Stauseebades. Und jetzt hat Vattenfall diese Umwälzung eingestellt. Und das hat notwendigerweise Folgen für den Badebetrieb. Das hat notwendigerweise Folgen für die Wasserqualität. Da muss man sozusagen gar kein großer Physikchecker sein. Also das begreift jeder, diese Problematik. Und genau deshalb werden ja keine langfristigen Verträge abgeschlossen, weil man im Augenblick sich eben gar nicht sicher ist, wie man das langfristig gewährleisten soll. Es gibt zwar sozusagen Überlegungen, Ideen sozusagen, mit einer Brunnengalerie dann unten im Elbtal entsprechend Wasser hochzupumpen. Aber es ist eben alles nicht langfristig abgesichert. Und darauf möchte ich einfach noch mal hinweisen. Wir haben hier einfach eine Verantwortung. Ich will die Zahl noch mal sagen. 50.000 Badegäste Jahr für Jahr. Das ist für unsere Region ein ganz wichtiges Bad, was viele, viele Menschen gern nutzen. Und deshalb sind wir hier auch in der Verantwortung, vor diesen Problemen nicht die Augen zu verschließen, diese Probleme nicht einfach zu bagatellisieren oder wegzureden, sondern das Problem anzunehmen und entsprechend gemeinsam mit der Stadtverwaltung aktiv an einer Lösung zu arbeiten. Darauf wollte ich noch mal hinweisen. Lassen Sie uns gemeinsam heute die beiden Beschlüsse fassen, um dann entsprechend dort eine Perspektive zu entwickeln. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung, Herr Dr. Deppe. Die Verwaltung unmittelbar angesprochen worden ist, auch von Herrn Scheubach und letztlich auch indirekt von Herrn Lippmann, würde ich tatsächlich um eine Stellungnahme der Verwaltung auch zu diesem ganzen Prozess um das Pumpspeicherwerk bitten. Hätte ich Ihnen ohnehin auch noch zukommen lassen. Weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal nicht. Dann schließen wir hiermit die Debatte und nochmal für die Verwaltung, Frau Jenichen, bitteschön. Vielen Dank. Also der Stand des Verfahrens ist immer noch, dass der Stilllegungsantrag noch nicht gestellt ist von Vattenfall, das Planfeststellungsverfahren also auch noch nicht läuft. Ich hatte da ja zur aktuellen Stunde ausführlicher berichtet und das erläutert. Und wir immer noch an dem Stand sind, dass es nach der vorläufigen Stilllegung diese Stilllegungsvorbereitungen von Vattenfall gibt. Auch auf mehrfache Nachfrage hatten Vattenfall sehr, sehr klar erklärt, dass sie das Pumpspeicherkraftwerk nicht weiterführen wollen. Natürlich verhandelt die Stadtverwaltung, das Rechtsamt ist da federführend, deshalb sage ich das aber immer im Bereich, in Absprache mit dem Bereich Sport,
Um den Erhalt, um den ständigen Erhalt des Stauseebades und Vattenfall ist natürlich auch klar, dass das Mitwirken der Stadtverwaltung um die Fragen der Stilllegung, da geht es um Hochwasserschutz und so weiter, davon abhängt, dass sie auch mitwirken, das Bad zu erhalten und in dieser Übergangssituation weiter zu betreiben. Das ist uns wichtig. Jetzt zur energetischen Seite. Herr Stadtrat Lippmann, wir haben Vattenfall gefragt, wir haben auch die Sachsenenergie gefragt, da gibt es zurzeit keine Zusage. Ich hatte aber zur aktuellen Debatte schon gesagt, wir möchten gerne zweischienig fahren und überlegen, wie eine energetische Wiedernutzung des Speicherkraftwerkes dennoch, also trotz der technischen Veränderungen, möglich gemacht werden kann. Dazu werden wir vorgehen wie folgt. Wir arbeiten ja jetzt zurzeit die Wärmeplanung und werden dann im Zuge der kommunalen Wärmeplanung zusammen mit den netzbetreibenden Unternehmen unseres Stadtwerkekonzerns sehen und klarlegen werden, wie die Wärmeversorgung und wie die Netzversorgung im Strom- und im Gasnetz zukünftig aussieht. Daran kann man dann eine Nutzungsvorstellung entwickeln und dann natürlich ergebnisoffen einen Betrieb suchen. Das würden wir dann nach Vorlegen der kommunalen Wärmeplanung in Konkretisierung der Netzplanung gerne auch mit unserem Energieversorger zusammen angehen, ob dann die Sachsenenergie vielleicht doch betreiben will oder ob es einen anderen Betreiber gibt, das wissen wir heute noch alle nicht, aber so ist das Vorgehen. Wir reden weiter mit Vattenfall und wir setzen aber im Moment nicht auf Vattenfall, sondern auf unsere eigenen Überlegungen. Vielen Dank. So, damit schließen wir die Debatte die Redebeiträge kämen zur Abstimmung. Zunächst über den federführenden Ausschussbericht zu 1713, also dem Antrag Fraktion Die Linke. Wer dem folgen möchte, dem federführenden Ausschussbericht, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »46 Ja, keine Nein und 15 Enthaltungen.« Und dann kommen wir zu 1714, dem Antrag der CDU-Fraktion. Auch hier steht der federführende Ausschussbericht zur Abstimmung. »59 Ja-Stimmen, keine Nein, 2 Enthaltungen. Damit ebenso beschlossen.« Das bringt uns zum nächsten Komplex, nämlich